Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr hört es wahrscheinlich, ich bin immer noch krank, aber das hindert mich nicht, euch weiterhin mit GTA 6 News zu versorgen. Denn wir sind im heiligen Oktober und in diesem Monat können wir auf jeden Fall mit einem GTA 6 Trailer rechnen. Viele Fans, viele Insider gehen davon aus, dass 2024 GTA 6 released wird. Auch Take-Two hat im letzten Quartalsbericht gesagt, dass sie Rekordumsätze erwarten. Zudem ging aus offiziellen Dokumenten von Microsoft hervor, dass GTA 6 2024 kommen soll. Und Microsoft wird das bestimmt nicht einfach so preisgeben. Da läuft im Hintergrund viel mehr, dass sie mehr Informationen haben als alle anderen. Denn sie müssen ja auch Rockstar Games zum Beispiel Dev-Kits vielleicht von der neuen Konsole schicken. Beziehungsweise sie haben es ja schon geschickt, als Rockstar Games angefangen hat, GTA 6 zu entwickeln auf der Xbox Series X. Denn die Entwicklung hat ja 2018 angefangen und da hatten wir noch keine Xbox Series X. Aber Rockstar Games hat halt Dev-Kits bekommen, so wie von Sony auch mit der PS5 und seitdem können sie halt an diesen Spielen für die Next Gens arbeiten. Aber Quatsch, finde ich viel drumherum. Euch interessiert bestimmt ganz genau, was für neue Elemente die Rage Engine von GTA 6 bereitstellen wird. Erstmal die Frage, was ist eine Engine? Eine Spielengine ist sowas wie der Motor des Spiels. Eine Engine sorgt dafür, dass das Spiel läuft. Das heißt, es ist dafür da, dass die Spielegrafik dargestellt wird, dass die Soundeffekte zum Beispiel korrekt abgespielt werden. Man kann zum Beispiel in die Engine einbauen, dass wenn ihr in einem größeren Raum seid, dass dort Schallwellen durch Schüsse zum Beispiel oder durch generelle Sounds erzeugt werden, dass die Lichteffekte dargestellt werden, Wassereffekte, Schatten, Objekte, alles drum und dran. Das heißt, die Engine ist einfach der Motor, der das Spiel so darstellt, wie wir es halt sehen. Und wir haben große Engines, wie zum Beispiel Unity, was sehr benutzerfreundlich ist und was die meisten Anfänger zum Beispiel verwenden. Unreal Engine, was zum Beispiel durch Fortnite bekannt ist, besser gesagt Epic Games. Und dann haben wir noch die Engine von Rockstar Games, die Rage Engine. Das sorgt dafür, dass die Effekte so dargestellt werden, wie wir es kennen. Die Fahrphysik, Schadensmodelle, Wassereffekte, Charaktere, Grafik, Sounds, Licht, alles drum und dran. Das macht alles die Rage Engine von Rockstar Games. Chris Klippel hat Recherche betrieben und hat einen Artikel verfasst über die Rage Engine, was wir in GTA 6 erwarten können. Und ich bin schon sehr heiß, das mit euch zu besprechen. Schauen wir uns das sofort mal an. Rage Engine heißt ausgeschrieben Rockstar Advanced Game Engine. Rockstar Games hat es geschafft, diese Engine immer weiter zu verbessern und ist heutzutage eine der effizientesten Engine in der Videospielbranche. Raid 7 wurde damals in GTA 5 eingesetzt. Diese Version brachte bestimmte Neuerungen mit sich, wie die Verbesserung der Script-Engine, die Implementierung von DirectX 11 sowie eine bessere Speicherverwaltung. Es ist auch heute nach 10 Jahren immer noch einer der wirksamsten Engines. Mit Red Dead Redemption 2 kam dann die Rage 8 Engine. Diese Version war innovativ in ihrer künstlichen Intelligenz, ihrem Management von Meteorologie, volumetrischen Effekten und der Implementierung der Vulkan- und DirectX 12 APIs. Die Interaktion mit den NPCs war auch durch die Rage 8 Engine erst möglich. GTA 6 wird die Rage 9 Engine verwenden und diese wird im Wesentlichen folgende Innovation bringen. Die Physik des Spiels, das heißt Echtzeit, physikalisch simuliertes Wasser, bessere Fahrzeugverformungen und so weiter. Realistisches Zeitmanagement, morgens, tagsüber, abends und nachts, die Qualität der Renderings, das heißt Texturen, Lichteffekte und so weiter und so fort, seine künstliche Intelligenz, Interaktion mit NPCs, Reaktion der Polizei und so weiter und so fort. Darauf werden wir auf jeden Fall noch gleich eingehen auf die einzelnen Aspekte. Kommen wir erstmal zu den Wassereffekten. Die Wassereffekte sind einer der schwersten Effekte in der Videospielbranche. Für GTA 6 hat Rockstar Games eine Revolution entwickelt. Wir werden Echtzeit simuliertes Wasser in GTA 6 bekommen, meine Freunde. Anhand der geleakten Aufnahmen konnte man schon sehen, als unser Charakter Jason aufs Wasser geschossen hat, wie gut die Schusseffekte auf dem Wasser dargestellt worden sind. Auch haben wir hier eine kleine Animation, wie die Wassereffekte in GTA 6 aussehen könnten. Fahrzeugphysik. In GTA 5 war die Fahrzeugphysik sehr umstritten. Die meisten Fans behaupten immer noch, dass die Fahrzeugphysik in GTA 4 viel besser war. Das Handling war einfach realistischer. Gerüchten zufolge soll das Handling eine Mischung aus GTA 4 und GTA 5 sein in GTA 6. Rockstar Games hat die Anzahl der Polygone erhöht, sodass Rockstar Games mehr Möglichkeiten hat, Autos präzise zu performen bei einem Unfall. Das heißt, das Schadensmodell in GTA 6 wird viel, viel realistischer sein durch die Rage Engine 9. Auch das Fahrverhalten in GTA 6 wird viel realistischer sein, sodass ihr hier auf verschiedene Autos freuen könnt, die sich unterschiedlich fahren lassen werden. Kommen wir zu den Lichteffekten. GTA 6 wird laut Chris Klippel und seinen Recherchen der erste GTA-Titel sein, der
physikalisch simulierte Beleuchtung verfügt. Lichteffekte kann Rockstar Games sehr gut darstellen. Allein in RDR 2 waren die Lichteffekte sehr, sehr schön. Man konnte zum Beispiel sogar an den Charakteren sehen, dass wenn Licht strahlt gegen das Ohr, wurde das Ohr rot. Das heißt, man hat die ganzen Blutadern gesehen. Und auf so Details kommt nur Rockstar Games. Meteorologie. In GTA 6 wird es ein Echtzeit-Wettersystem geben, das die Spielumgebung und das Gameplay beeinflusst. Das heißt, wenn es regnet, wird es euer Fahrverhalten noch mehr beeinflussen. Oder wenn es stürmt zum Beispiel, werden auf der Straße weniger Menschen sein, als wenn zum Beispiel wir gutes Wetter haben. Die NPCs werden auch auf das Wetter reagieren. Das heißt, wenn es regnet, werden sie unter einem Dach stehen oder werden einen Regenschirm verwenden. Zudem werden die Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge viel realistischer sein. Ich weiß jetzt nicht, was Chris Kibble damit meint, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auf jeden Fall sehr, sehr gut aussehen wird. Denn die Sonnenuntergänge und die Aufgänge sehen in GTA 5 jetzt schon sehr geil aus und in GTA 6 kann ich mir das gar nicht vorstellen, wie gut es aussehen wird. Man merkt hier schon direkt, Rockstar Games wird mit der Rage 9 Engine eine sehr, sehr große Revolution in die Videospielbranche herbeiführen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie gut GTA 6 aussehen wird, Leute. Die Alpha-Version war eine sehr frühe Entwicklungsphase. Es sah da schon sehr, sehr geil aus. Das heißt, mit GTA 6, die Vollversion, werden wir ein ganz anderes Level erleben. Es wird viel besser aussehen als RDR 2, das ist ganz sicher. Was erhoffst du dir von der Engine? Wusstest du diese Information schon? Freust du dich darauf, endlich den Trailer in diesem Monat zu sehen? Schreib mir mal deine Meinung in die Kommentare. Lass es mich wissen, wie es bei dir aussieht. Liken würde mich sehr supporten, Leute. Kommentieren auch. Abonnieren, um keine weiteren GTA 6 News zu verpassen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Schauen. Tschüss.